Servus, grüßt euch. Heute geht es um Automatikbemaßung und ich zeige euch, wie diese funktioniert. Also ist jetzt nicht auf Knopfdruck und auf einmal ist alles richtig bemaßt, auf keinen Fall. Sonst gibt es euch Konstrukteure bald nicht mehr. So, ich blende meinen Schädel aus und zack, ihr teilt in der Zeit das Video, liked es und so weiter. Ansonsten habt ihr sowieso 7 Jahre schlechtes BIM, wenn ihr das nicht macht. Das ist einfach so. Das ist wie beim Anstoßen von Sektgläsern. Wenn man sich da nicht in die Augen schaut, dann gibt es ja auch 7 Jahre schlechten Sekt. Und in der CAD-Welt ist es halt mit BIM. Ja, ich habe hier schon mal die Maßlinie getestet. Also ich habe hier die Möglichkeit, eine Automatikbemaßung zu erstellen. Die Automatikbemaßung sagt, wo soll denn diese Maßlinie abgesetzt werden? Möchte ich jetzt die Maßlinie zum Beispiel hier unten haben? Möchte ich es hier an der Seite haben? Möchte ich es hier im Raum gleich drin haben? Und ich sage jetzt einfach mal, ich möchte sie unterhalb von dem Raum haben und klicke hier hin. Und sage, ja okay, die Y-Koordinate, die setze ich jetzt einfach mal hier. Jetzt möchte Altplan wissen, wie ist die Richtung? Ist sie senkrecht, waagrecht, diagonal? Und ich sage, ja, die verläuft von links nach rechts. Und jetzt sagt Altplan, okay, was willst du denn alles schneiden, damit es bemaßt wird? Jetzt mache ich mal nur eine Linie. Ich mache mal nur von hier nach hier. Ich habe jetzt im Schnittprogramm einfach mal die Zeit kurz gestoppt und markiere die einzelnen Kanten, die unsere Linie durchbrochen hat, damit wir besser verstehen, warum die Maßlinie das bemaßt, was sie bemaßt. Escape. Und jetzt bemaßt mir Altplan, okay, du hast hier 20 cm, du hast hier 5 Meter, 20 cm, 408. Und dann könnte ich mir aber jetzt denken, ja, blöd, ich wollte jetzt eigentlich dieses Maß mit dazu haben und auch diese Maße und auch dieses Maß. Wie kann ich dann vorgehen? Also ich mache wieder die Automatikbemaßung von vorne. Automatikbemaßung. Und ich sage jetzt einfach mal, ich möchte die unterhalb von dieser Bemaßung oder oberhalb. Oberhalb ist vielleicht besser. Machen wir hier. Wieder die Richtungsgerade, links nach rechts. Und jetzt alle Schnitte wählen. Das heißt, den ersten Schnitt setze ich hier rein. Ich gehe einfach nach oben. Ist egal, dann finde ich halt hier nichts. Dann gehe ich hier durch. Dann gehe ich hier rauf und setze das Ganze noch hier durch. Jetzt werden alle Kanten geprüft in diesen Linien und werden dann erzeugt. Einmal escapen, nochmal escapen. Und wie wir sehen, haben wir jetzt hier die 20 cm, hier die 2 Meter bis hier die 3 Meter bis hier. Ich habe 1 cm Luft, das ist mich sogar korrekt, dass auch so kleine Maße gefunden werden. Dann habe ich hier die 3,8 Meter und 1 Meter. Und natürlich könnt ihr Maßlinien auch einzeln löschen, also Referenzpunkte. Ich habe das auf mein Hotkey W und Maßlinienpunkt einfügen auf Q. Das heißt, ich kann jederzeit irgendwas einfügen, wenn ich denn noch möchte. Zum Beispiel, wenn jetzt hier was fehlt, kann ich das auch einfügen. Zum Schluss noch eine kleine Randinformation. Es wird bald der neue Ingenieurbau-Bürostandard von CS Concept. Und jetzt noch eine wichtige Randinformation für euch. Es gibt bald den CS Concept Buddies Ingenieurbau, den ich selber entwickelt habe. Und wenn ihr wissen wollt, wann der released wird, wie viel der kosten wird und so weiter und so fort, dann tragt euch doch ein. Ich habe unten in der Videobeschreibung einen Link angeheftet. Dann bekommt ihr von mir persönlich eine E-Mail, sobald irgendwelche Informationen dazu erhältlich sind. Alles natürlich ohne Verbindlichkeit zum Kauf. Gell? Also Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.